Genau, und da sind wir schon. Freitag, 10.30 Uhr. Gesundheitsexpertinnenzeit heute wieder. Ja, und heute sind wir leider immer noch zu zweit. Genau, also jetzt muss ich erstmal den Hall wieder ausschalten, das vergesse ich immer, Mensch. So, jetzt aber. Ja, leider sind wir heute auch wieder nur zu zweit. Die Maria hat ja andere Themen einfach gerade, ne? Und wir schicken ihr ganz viel Liebe und ganz viel Kraft, ne, für ihr Thema und freuen uns, wenn sie bald wieder bei uns ist. Ne? Und ja, das passt auch so ein bisschen zu dem Thema Emotionen. Ne? Wir haben uns heute so Bewusstsein, Emotionen als, ja, als Basis genommen, als Oberbegriff. Ne? Und Silvia, du hast ein Thema bezüglich der Ernährung, ne? Wie das so das Bewusstsein und die Emotionen ins Essen passen. Und bei mir geht es nachher so um den Unterschied zwischen Emotionen und Gefühlen. Das ist auch ein spannender Bereich. Aber ich würde sagen, Silvia, leg los. Ich bin gespannt und was ich heute wieder auch von dir lernen darf. Ja, vielen Dank, Natascha. Auch von mir nochmal ganz liebe Grüße an Maria, die heute leider nicht dabei sein kann. Und ja, mein Thema ist ja im Grunde genommen Ernährung. Aber ich möchte eigentlich heute die Ernährung nur so am Rande mal mit erwähnen. Aber das ist natürlich, der Weg soll schon auch zeigen, dass die Ernährung auch eine Rolle spielt. Und zwar, ja, Natascha hat das ja so schön in ihrem Post so zweideutig dargestellt. Also das Bewusstsein oder auch das Bewusstsein. Und beides, ja, wirkt oder ist ja in den unterschiedlichsten Kategorien und Phasen des Lebens auch, findet da Anwendung, wie zum Beispiel in der Ernährung oder im Beruf, in der Selbstständigkeit auch ganz besonders. Ich denke, da muss man ja auch ganz viele Dinge bewusst machen. Oder in Bezug auf Bewegung und Sport ist genauso. Also da braucht man ja auch das Bewusstsein oder es muss bewusst sein, klar, also beides trifft ja da auch zu. Und natürlich, wie gesagt, in der Ernährung ist es halt auch ein entscheidender Punkt. Aber ich möchte eigentlich heute mal eine kleine Geschichte erzählen, wie ich in einem bewussten Leben angekommen bin und einfach auch mehr in dem Bewusstsein lebe und in meinen Gewohnheiten ein bisschen. Ja, weniger, sagen wir mal so. Das hat mich, bin ich ungefähr seit 7 Jahren jetzt, seitdem ich diesen Wanderunfall hatte und das eigentlich ein lebensbedrohlicher Unfall für mich war. Also das stand wirklich dann auf Messerschneide. Entweder bin ich gelähmt, ganzkörpergelähmt, oder ich bin halt tot. Also mit dem Sturz, den ich hatte, gibt es diese Möglichkeiten, aber ich hatte natürlich das Glück, sagen wir mal, ich bin noch am Leben und ich kann auch wieder laufen, ich kann mich wieder bewegen. Gott sei Dank. Und das hat mir von dem Tag an im Grunde genommen auch gezeigt, ich sollte wieder mehr im Bewusstsein leben und mein Unterbewusstsein nicht so Herr meines Lebens sein lassen. Genau. Aber das habe ich erst jetzt dann im Laufe dieser Jahre mehr gelernt und habe vorher eigentlich nie wirklich darüber nachgedacht, weil ja, Bewegung, Dinge tun, die mir Spaß machen, Sport treiben, auch gesund essen oder ja, eigentlich alles machen, was das Leben so bietet, darüber habe ich nicht nachdenken müssen. Es ist für mich relativ unterbewusst passiert, weil ja, ich war ja gesund. Klar. Ich hatte keinerlei Einschränkungen, ich hatte keinerlei Schmerzen und ich hatte auch noch, bin auch noch nie mit dem mit der Tatsache konfrontiert worden, so extrem, dass mein Leben eigentlich auf Messerschneide steht. Und das hat mich dazu bewogen oder hat mich einfach auch mehr dazu gebracht, noch ein bisschen bewusster auf mich und auf das Leben mir selbst zu achten. Und ja, die Dinge einfach viel mehr nicht nur zu hinterfragen, aber einfach auch zu schauen, wo kann ich denn für mich Sachen verändern, dass ich mich einfach wieder so wohl fühle wie vorher, weil der Prozess, sich von diesem Trauma zu lösen, dass ich
praktisch mein Leben nicht mehr selber in der Hand habe. Mhm. Weil das war ja dann der erste Gedanke oder das war ja das Erste, was dann einfach sich abgespeichert hat. Klar. Und was mich auch eine ganze Weile lang begleitet hat, zu sagen, ich bin ja nicht mehr Herr meines Lebens und werde ich es überhaupt wieder sein? Mhm. Ne? Aber ich habe natürlich auch einen inneren, starken Schweinehund, sagen wir mal so, oder eine Kraft. Ein Kämpfer, ne? Eine Kämpferin. Überlebenskraft, das hat ja jeder irgendwo in sich. Und die hat mich dann auch dahin gebracht, täglich an mir und meinen Schmerzen, meinen Symptomen, meinen Problemen zu arbeiten, um wieder ein normales Leben zu leben. Was ist normal? Ne? Ja, der eine, also deine Beweglichkeit, ne? Deinen Alltag genau, zu machen. Was für mich halt normal war, ohne Einschränkungen. Mhm. Ne? Und das kann ich heute wieder relativ gut machen. Es gibt natürlich Tage, da geht mir es nicht so gut, aber ich glaube, das hat jeder andere auch. Genau. Aber ich hatte es jetzt gerade, also die letzten Wochen waren schon auch sehr anstrengend und viel mit Arbeit und Sitzen. Und da wird halt bei mir auch alles fest. Mhm. Mein Körper war eigentlich von der kleinen Zehe bis nach oben in den Kopfspitze komplett verspannt und verursacht dann Schmerzen. Klar. Und Symptome, die ich hatte kurz nach meinem Sturz. Und dann ist für mich halt auch immer wieder die Frage, oh Gott, muss ich wieder unters Messer? Also es kommen dann so Ängste auch hoch. Also das heißt, das Bewusstsein muss wirklich ganz bewusst sagen, nein, ich habe nichts. Ich bin nur verspannt und ich muss nur das ändern. Ja, und auch das Bewusstmachen und das Anerkennen, was dein Körper dir in dem Moment zeigen will, ne? Dass du vielleicht zu viel gesessen hast, zu wenig geachtet hast, zu wenig Bewegung. Und der schreit dann halt, ne, mit allen Alarmsignalen so, hey, so tut es mir nicht gut und mach dir das bewusst und komm in die Bewegung oder tu das, was du halt dann tun kannst, um dich da wieder eben zu entspannen, zur Massage gehen, wie auch immer. Ne? Genau, ja, mein Osteopath, zu dem ich jetzt schon seit meinem Unfall gehe, der mir immer wieder aus solchen Situationen auch raushilft und mir dann auch wieder ganz bewusst klar macht, es ist nur das Unterbewusstsein, was mir Dinge signalisiert, die so nicht da sind, die ich selbst in der Hand habe und die ich selbst ändern kann. Ja. Und genauso ist das auch mit der Ernährung. Wenn ich, ja, es hat sicherlich auch jeder, der ein bisschen mehr auch auf seine Ernährung achtet und da auch schon drin ist, auch Tage, wo er sich einfach mal gehen lässt, weil es ihm halt vielleicht auch emotional nicht gut geht oder weil einfach die Zeit nicht ist. Also es gibt ja da auch die unterschiedlichsten Sachen, warum es auch mal Phasen gibt, warum man es halt jetzt einfach dann nicht so macht, wie man es vielleicht weiß, dass es der Körper braucht und dass es ihm gut tut. Ist ja auch okay, ne? Solange das nicht die Regel ist, einfach dann. Ne? Genau, dann genau. Und da halt dann auch wieder zurückkommt, ne? Und sagt, nee, also der Körper sagt mir jetzt muss ich aufhören und dann wieder in kleinen Schritten einfach zurückgeht. Und dann vielleicht statt im Süßgetränk wieder mehr das Wasser trinkt oder den Saft dann zu ein Drittel Saft und zwei Drittel Wasser mischt oder so, wenn man das nicht komplett, wenn man die Süße doch ein bisschen braucht. Solche kleinen Dinge. Oder auch dann halt einfach mal statt drei Stück Schokolade einfach nur eins isst oder so. Ja. Und da sich wieder erinnert, okay, ich muss mal wieder in Schritt zurückgehen. Ne? Oder auch vielleicht dann statt im Brot zum Frühstück auch mal den Müsli vielleicht zwei Tage in der Woche oder drei Tage, je nachdem, wie man es halt auch zeitlich hinkriegt. Und wie es für einen selber auch machbar ist. Ne? Einfach da auch dann versucht, in so kleine Übungen zu gehen, um das Bewusstsein oder das Unterbewusstsein bewusst zu machen. Genau, ne? Das sind halt einfach so Dinge. Genau. Da kann man schon unheimlich viel damit machen. Ne? Und da kann man auch in seinem alltäglichen Leben selbst für sich schon ganz, ganz viele Sachen bewusst sichtbar machen und auch angehen und danach leben. Ne? Ja, letztlich so ein bisschen drüber nachdenken, ne? Warum tue ich das denn jetzt einfach? Nicht einfach nur so automatisiert, so robotermäßig irgendwie seiner
seinen Alltag irgendwie leben, regeln, ne, oder da durchgehen, sondern vielleicht auch mal innehalten und fragen, was mache ich denn jetzt hier irgendwie gerade, ne, und warum tue ich das oder kann ich da irgendwie eine kleine Änderung einbauen, ne, denn letztlich, sage ich mal, hat es jeder einfach selbst in der Hand. Ne? Das ist ja auch mal so meins, diese Eigenverantwortung, ne? Sich den Wecker zu stellen und ein Glas Wasser zu trinken. Dann, ne? Genau. Oder ne, sich den Wecker zu stellen, um zwischendrin mal aufzustehen vom Schreibtisch und ein paar Dehnübungen zu machen. Das hilft ja schon, das reicht ja schon. Ne? Und das ist so Kleinigkeiten. Ja. Und trotzdem oft so schwierig. Ne? Und sich das bewusst zu machen, warum eigentlich? Ne? Weil dieses Unterbewusstsein uns so steuert, ne, und wir einfach bewusst dagegen mal arbeiten dürfen. Genau. Ja, und das ist ja auch das, unser Unterbewusstsein ist ja bequem, beziehungsweise möchte ja Energie sparen. Genau. Und wenn ich halt eine Gewohnheit, sagen wir mal so, ändere oder zurückgehe, wenn ich doch was ins Positive geändert habe. Wie ich jetzt mache zum Beispiel normalerweise jeden Morgen eine halbe Stunde Yoga, um überhaupt erstmal auch meinem Körper den Start zu ermöglichen. Und wenn ich das mal eine gewisse Zeit weglasse, dann ist es unheimlich schwer, dann hat sich mein Unterbewusstsein schon wieder an den alten Status gewöhnt. Ach, das brauchen wir jetzt alles nicht mehr. Jetzt, das geht viel schneller. 100.000 Ausreden, warum es dann nicht mehr keine passt. Zeit, kein Ding. Genau. Und dann wieder zurückzugehen und wieder jeden Morgen das zu tun, das braucht natürlich ganz, ganz viel Anstrengung und Arbeit. Ne? Und das ist halt, da braucht das Unterbewusstsein wieder mehr Energie, um sich das wieder bewusst zu machen. Und das auch wieder ganz bewusst auszuführen. Ne? Genau, weil tatsächlich geht dieser Rückschritt leider viel, viel schneller als das sich Erarbeiten der Gewohnheit, ne? Weil zack, in 0,nix bist du wieder in dem alten Schlendrian. Aber brauchst dann wieder, um wieder in deinen guten Rhythmus zu kommen. Also. Und da wieder reinzukommen. Und genauso ist das ja auch mit dem Essen. Ne? Klar, dann ist man mal hier eingeladen oder dort und dann, ach nee. Und wenn der Körper sich dann auch wieder dran gewöhnt hat, dann ist es natürlich schwer, da wieder was zu verändern. Ne? Und da muss man sich das auch wieder ganz bewusst ins Gedächtnis rufen und sagen, also heute mache ich mir mal einen Salat und heute gibt es mal statt Brot Kartoffeln und Quark oder irgendwas, was halt weg ist von den Kohlenhydraten, ne? Oder vom Zucker. Genau. Und auch mal so den Spaß, den das halt macht, irgendwie mal was Neues auszuprobieren, die Geschmäcker mal was anderes zu kosten. Und wenn es dann gelingt irgendwie, ne, so hatte ich diese Woche, habe ich auch mal gepostet dazu, dass ich mir eine vegetarische, so eine Bratensoße gekocht habe. Ja, hab, das, weil ich immer gedacht habe, so, manchmal ist das schon so ein bisschen fad, dann immer nur so Gemüse, ein bisschen Olivenöl oder so. Ich bin jetzt sonst nicht so der Wahnsinnssoßentyp. Okay. Aber so Bratensoßen finde ich total lecker. Ne? Aber dann dachte ich, Bratenfleisch will ich auch nicht. Und das hat mich so gefreut, dass das so lecker geschmeckt hat. Und da ich dachte, jetzt habe ich endlich was, was gesund ist, was ohne Fleisch ist in dem Fall. Ne? Und was einfach total cool jetzt so für diese Winter- und Weihnachtsküche passt dann auch. Ja. Ne? So diese Soßen, diese dunklen da drüber. Da ich, das macht Spaß und das motiviert mich dann auch wieder. Ne? Und so. Ja. Das schmeckt ja dann auch. Also gut, ich koche jetzt auch nicht jeden Tag. Klar, ich bereite dann halt Sachen vor, die man auch mal 2-3 Tage essen kann und kombiniere es dann mit verschiedenen Sachen. Je nachdem, was wir gerade Lust drauf haben und was wir da haben auch im Haus. Ne? Also ich bin halt auch jemand, ich gehe einkaufen und nehme die Gemüsesorten mit, die gerade da sind und gucke dann unter der Woche, was ich draus mache. Genau, also manchmal das auch. Das ist halt, das können halt nicht, kann halt nicht jeder, aber ich bin halt so. Und du willst, so rum oder so rum. Entweder machst du einen Plan vorher oder machst du den hinterher. Ja, aber gut, viele ist es halt dann auch so, die müssen halt dann anhand vom Rezept, müssen sie die Sachen kaufen und so. Ne? Aber ich kreiere mir halt dann einfach auch meine eigenen Rezepte. Das ist halt, Aber das ist ja auch nur eine Übungssache. Irgendwann kommst du dahin. Dann am Anfang bist du noch so strikt nach Rezept und irgendwann denkst du, ach komm, schmeiß ich irgendwie ein bisschen was zusammen und das ist dann, was dir schmeckt. So. Ja, genau. Nee. Ja, und jetzt kommt ja auch die Zeit, da kann man ja viel auch mit den orientalischen Gewürzen machen oder mit den orientalischen Kräutern oder
Koriander und solche Dinge einfach, ja. Kardamom und solche Dinge. Zimt, ja. Ich koche auch gerne mit Zimt, auch in herzhaften Gerichten und so. Das finde ich auch lecker. Ja, definitiv, das ist auch gut. Und ja, und dann auch ein bisschen diese asiatische Geschmacksrichtung ist natürlich auch immer sehr schön. Und gerade jetzt auch für die Jahreszeit oder wenn man sich halt, wie gesagt, auch mal eine leckere Suppe macht oder so. Ne? Und einfach nur, ja, mit Gemüse und das ist ja gerade jetzt bei der Jahreszeit. Obwohl, jetzt ist ja der Sommer nochmal zurückgekommen. Ne? Ja, deswegen, ich sitze hier im T-Shirt ohne Unterhemd, mir ist warm. Wir haben ja 23 Grad, das ist auch echt verrückt. Ne? Ja, ja, wir waren noch Eis essen gestern. Ja, ich sag mal, einerseits furchtbar, andererseits, ich bin jetzt auch nicht der Freund der Kälte, von daher kann es noch ein bisschen so bleiben. Ja, genau, wenn die Sonne noch ein bisschen scheint, ist ja super. Genau, so ist es. Ja, das wäre jetzt mal so meine Anregungen zum Thema bewusst. Sein und Bewusstsein. Also ja. Da, ja, hoffe ich, ich konnte da ein paar kleine Anregungen geben und auch vielleicht motivieren anhand meines eigenen Beispiels, dass es doch wichtig ist, dass man halt auch selbst immer wieder ein bisschen in die Umsetzung geht und sein Bewusstsein ganz bewusst anwendet. Ja, und vor allen Dingen, was für großartige Ergebnisse, ne? Letztlich, ja. Dass du es geschafft hast, ne? Mit ganz viel eigener Kraft, natürlich mit Unterstützung auch, ne? Von Ärzten und allem und Osteopathie ist auch ein ganz großer Faktor, ne? Aber letztlich ist der eigene Wille, das eigene Bewusstsein, das zu tun und das zu wollen, ist die Grundvoraussetzung, sonst kann dir auch niemand anderer helfen einfach, ne? Und, ja, so ist es. Das ist halt das A und O, ne? Ansonsten, ganz klar. Ja. Bleib ja, danke für das Teilen deiner Geschichte. Ja, das, macht ich das auf jeden Wort Fall an motiviert. Dich und ja, bin schon gespannt. Genau, ne, motiviert auf jeden Fall. Und ja, bei mir geht es so dieses Bewusstsein, ich habe heute das Bewusstsein in Bezug auf Gefühle und Emotionen und was eigentlich so ein bisschen der Unterschied ist, ne? Weil man schmeißt es gerne durcheinander und so, ne? Ich bin emotional, ich fühle mich so und so. Und ja, aber was ist das eigentlich? Ne? Und da wollte ich heute so ein bisschen Bewusstsein schaffen dazu, wie eigentlich so der Unterschied ist. Und das fängt schon mal damit an, wo sie beiden, wo Emotionen und Gefühle in unserem Gehirn, sage ich mal, so angesiedelt sind. Ne? Und die Emotionen zum Beispiel, die sind hier im limbischen System. Das ist hier so eine kleine, wie so eine kleine Bohne, sage ich mal, hier an der Seite im Gehirn. Und die Gefühle, die sind hier vorne, so im Frontallappen. Die sitzen hier vorne im vorderen Bereich des Gehirns. Ne? Also entstehen schon mal in zwei unterschiedlichen Gehirnregionen. Mhm. Dann sind die Emotionen eher sowas, was wir mitbringen, wenn wir auf die Welt kommen. Ne, dann, wenn du, sag ich mal, wenn die Babys Hunger haben, dann schreien die. Ne, das sind so diese, ne, wenn sie wütend oder irgendwas sind, dann drücken diese Emotionen einfach ganz klar aus. Und das sind so Grundemotionen, die wir haben. Ne, da gehört dann Freude, auch Angst, Wut oder Ärger, Trauer, Ekel und Überraschung sind so Grundemotionen, die wir haben. Ne? Und die Gefühle sind dann viel feinfältiger. Die sind so eine Kette aus diesen Emotionen. Ne? Also Emotionen sind nur so eine begrenzte Anzahl, sag ich mal, an Grundemotionen, die wir haben. Und die kommen auch so unmittelbar. Ne? Also wenn du in eine Situation gehst, dann ist das so ein bisschen automatisch aus dem Unbewussten eher auch, ne, dass die Emotionen dazu hochkommen, weil du Angst hast, ne, oder dich erschreckst, ne, weil die Überraschung plötzlich irgendwie springt einer um die Ecke, ne, da überlegst du nicht, und wie fühle ich mich denn, sondern das ist so Panik irgendwie, ne, oder auch Freude, je nachdem. Und die Gefühle sind dann halt eher so, ja, so eine Bewertung so ein bisschen aus dieser Emotion. Was mache ich denn daraus halt? Ne? Man überlegt so ein bisschen, reflektiert. Auch das geht sehr schnell natürlich, ne, auf Dauer. Aber das ist so, ich fühle mich aufgeregt. Ich bin, ich weiß es nicht, was habe ich mir hier aufgeschrieben? Entspannt oder ich bin glücklich oder ich bin ärgerlich oder ich fühle mich ohnmächtig irgendwo. Das ist dann so dieses Gefühl dazu. Ne? Und mal so zu schauen, wie geht es mir denn tatsächlich und wie fühle ich mich denn jetzt und was ist so die passende Emotion dazu und wie kann ich es dann vielleicht auch verändern? Das ist echt ganz spannend, weil diese Emotionen, ne, die wir so mitbringen, das ist wie so ein Feuermelder, sage ich mal. Ne? Wenn auch eine Gefahrensituation, nur früher dieses Beispiel ne, in der Steinzeit, die Mammuts, dann musstest du entweder auf Aggression, auf Wut, ne, auf Ärger, auf das Tier losgehen oder musstest manchmal dich auch besser so ängstlich in die Starre verfallen und so totstellen, sage ich mal, ne, damit du nicht befressen wirst. Also das waren so Überlebensfunktionen. Ne? Und
ja, da, die Gefühle sind eher so, ne, wie gesagt, das, was wir daraus machen einfach. Mhm. Und das finde ich echt mal ganz spannend, so dahin zu gucken, wie geht's mir denn? Was ist denn mit mir los heute? Wie fühle ich mich denn jetzt gerade in dem Moment? Ne, sag ich, oh, jetzt heute, also ich zum Beispiel, fühle mich jetzt echt glücklich und entspannt. Ich habe heute schon meine Einkäufe erledigt. Ich habe es tatsächlich noch geschafft, mein Sportprogramm zu machen. Mhm. Ich freue mich jetzt, mit dir hier zu sitzen. Ne? Also ich bin so jetzt entspannt, das ist alles gut. Ne? Gibt aber ja auch mal Tage, irgendwie da springe ich hier so in letzter Minute vielleicht ein bisschen gehetzt rein oder irgendwie war vorher irgendwas, dann bin ich genervt oder so. Und dann zu gucken, ja, warum bin ich denn jetzt gerade irgendwie, fühle ich mich jetzt genervt oder gereizt oder so. Ne? Und welche Emotionen gehört denn dazu? Ne? Ist das, ja, kann man sagen, ja Mensch, ich bin gereizt und bin wütend, weil, weiß ich nicht, ne, mein Partner vorher irgendwas Blödes gesagt hat und ne, ich bin gerade so. Und oftmals sich dann da anzugucken, was gehört denn dann, was liegt denn nochmal dahinter dieser ersten Emotion, ne? Zu sagen, ja Mensch, ich bin wütend, okay, aber warum bist du wütend dann irgendwo, ne? Was ist denn das tatsächlich? Und wenn du da so genau reinspürst, dann kommt dann oftmals das Gefühl, das ganz, ganz oft meistens dahinter liegt, ist die Trauer einfach, weil du dich nicht gesehen fühlst, sage ich mal jetzt, wenn wir in diesem Beispiel vom Partner bleiben, ne? Weil ja, ich sag mal eben, wie gesagt, du fühlst dich nicht richtig wahrgenommen in dem, was du sagst, ne, irgendwie, oder verletzt oder so. Und letztendlich, wenn man so ganz tief reinspürt, macht das ja irgendwo traurig, ne, weil irgendwas nicht so ist, ja, wie du gerne wahrgenommen werden möchtest oder behandelt werden möchtest, ne, oder auch im Büro oder auf der Arbeit, ne, wenn irgendwie ein Kollege oder Chef irgendwie blöd ist, ne, und dann bist du zwar erstens wütend, ne, aber so hinter dieser Wut ist oft, ja, eigentlich, ne, bin ich ja traurig, weil der mich jetzt angemotzt hat oder weil irgendwas passiert ist irgendwo, ne, und weil ich eben mich falsch verstanden fühle oder nicht wahrgenommen, nicht gesehen fühle, was auch immer dahinter so steht, ne, und sich das auch mal wieder bewusst zu machen, ne? Dieses, wie fühle ich mich jetzt, welche Emotionen gehört dazu und welche liegt dann vielleicht noch dahinter, die ich, wenn ich so mir Zeit nehme und wirklich mal so in mich spüre und mal auch mal warte einfach, ne? Nicht direkt irgendwie vielleicht lospolter nach draußen, sondern so mal zu mir wirklich mir bewusst mache, was ist denn so die Kette dahinter? Dann löst sich A oftmals gerade so in Situationen von Wut und Ärger oder Trauer auch mal, löst sich das auch, diese Emotionen, dann schon wieder eher auf, ne, und bleibt auch nicht so im Körper gespeichert und kommt nicht immer wieder. Und es ist einfach ein ganz anderes, eine andere Handlungsfähigkeit, wenn ich weiß, warum diese oder wie die Kette läuft von den Gefühlen über die Emotionen und auch die vielleicht noch dahinter. Dann kann ich auch ganz anders damit umgehen, auch in Situationen einfach. Ne? Und ich finde, das gibt so viel Handlungsspielraum und so viele Möglichkeiten. Da bin ich nicht nur einfach so, ich bin jetzt wütend, blöd oder ich bin jetzt traurig und sitze in der Ecke, sage ich mal, und heule, übertrieben gesagt, ne? Sondern ich habe Möglichkeiten einfach, weil ich weiß, was mit mir los ist und wie ich es auch ändern kann. Ne? Und ja, das wollte ich heute so ein bisschen zum Thema Bewusstsein nochmal nach draußen bringen, bewusst machen, ne? Weil das einfach so ein spannender Punkt ist, sich mal wirklich klar zu machen, ne? Was sind Gefühle? Das ist eher so, sag ich mal, diese Adjektivbeschreibungen, ne? Ich bin lustig, ich bin glücklich, ich bin genervt, ich bin ne? So, was man so sagt, wie geht's denn heute? Boah, bin ich genervt oder so halt, ne? Oder boah, bin ich jetzt heute gut gelaunt, ne? Ich fühle mich super entspannt oder gelöst, ne? Und was gehört denn da dazu? So, ne? Also das ist mal ein witziges, auch vielleicht mal in so einer Familie, sich mal so, ne, wenn jeder sagt, wie fühlst du dich denn? Ne? Und auch als Austausch, ne, zu sehen, ne? Und welche Emotionen, was ist denn so für dich die Emotion dahinter? Was spürst du ganz? Ne? Also ist auch eigentlich mal ein schöner, wie so ein Austausch in der Familie vielleicht auch, wenn man mal Lust hat. Nein, das fängt ja schon bei den Kindern an. Ich meine, gut, da wird ja das schon, das praktisch das Bewusstsein oder das Unterbewusstsein mit diesen Emotionen mehr oder weniger bestückt. Ne? Ja. Und das hatten wir gestern gerade auch wieder. Der Kleine musste seine Hausaufgaben machen und seine Schwester, die macht ja noch keine Hausaufgaben, die hat mit ihrem Opa gespielt, hier im anderen Zimmer, und er hat es aber gehört, ne? Ja. Und muss seine Hausaufgaben machen. Und mit, im Laufe der Zeit, mit jedem Satz mehr, den er schreiben musste, hat er so eine richtige Aggression entwickelt.
Und ich habe ihn dann immer wieder motiviert, dass er es noch fertig macht, weil ne, sonst hätte er es ja dann später noch machen müssen. Dann hat er halt hingeschruddert, dann musste man wieder wegradieren. Dann hat er sich halt unnötig Arbeit gemacht dadurch. Ja. Ich habe gesagt, ja, du machst ja selbst das Leben schwer, jetzt müssen sie es nochmal schreiben. Ja. Weil, ne, und dann wird er erst recht wütend. Und danach war er so wütend, dass er der Opa eigentlich mit ihm spielen wollte, wo er fertig war als Belohnung. Und da hat er so eine Wut in sich gehabt, dass er nicht spielen konnte, weil er so böse war. Ne? Und dann habe ich, ja, dann habe ich aber gesagt, das hatte mir auch eine Coachin, also die Anja, hat mir uns das eigentlich in ihrem Kurs damals beigebracht, die Wut einfach rauszulassen. Ja. Und ich habe ihm dann so ein Körnerkissen gegeben und da habe ich gesagt, hau drauf und lass die Wut raus. Und dann hat er da so eine Minute wirklich seine Wut rausgelassen und danach ging es ihm total gut. Dann war das ist das allerbeste Beispiel, gerade bei Kindern, weil da sind diese Emotionen, die wir ja mitbringen, die sind noch relativ an der Oberfläche. So, da gibt es nicht so diese ganzen Filter an Gefühlen, die wir mitbringen. Ne? Kinder sind nicht... ach, wie fühle ich mich denn? Die sind boff, jetzt wütend oder die sind auch jetzt total in der Freude und springen rum und freuen sich über was. Die denken nicht nach so, oh, jetzt fühle ich mich einmal total irgendwie, ich freue mich ja so innerlich, ne? Sondern die gehen nach draußen mit allem, was sie haben. Und das ist total großartig. Das habe ich auch mit meiner Tochter von klein angemacht, dieses ins Kissen boxen. Ich sage, jetzt Sachen kaputt machen, finde ich doof, aber du musst ja eben diese Wut, dieses Ding, das ist ja auch eine körperliche für die Kinder kaum auszuhalten. Deswegen können die wissen ja gar nicht, wohin. Und ich kann das total gut nachempfinden. Ich bin auch heute noch so, wenn ich richtig wütend bin, dann brauche ich irgendwas, um das rauszulassen. Ich kann das nicht im Körper halten. Das ist... und bevor ich ja Teller durch die Gegend schmeiße, sage ich mal, nehme auch ich ein Kissen und schau da mal aufs Kissen drauf oder so. Weil das ist so viel Energie, die muss raus, weil sonst eben bleibt sie im Körper und dann fängt es halt an, komisch zu werden. Ne? Wenn das irgendwo, dann kommen die Verspannungen, weil ich halte das so fest, ich kann ja gar nicht raus damit irgendwo. Und deswegen ist halt Emotion dieses, das ist so plötzlich, bei ihm hat sich das jetzt nochmal so gesteigert, aber im Grunde genommen war das relativ schnell für ihn klar. Ne? Ich bin jetzt wütend, weil meine kleine Schwester kann jetzt spielen und ich sitze hier bei den blöden Hausaufgaben. Ja. Doof, also, ne? Und da gibt es nicht viel so, oh, ja, ich finde es ein bisschen doof, sondern das kommt relativ schnell bald raus. Ne? Genau. Und das finde ich auch total wichtig, bei Kindern so zu fördern, diese Emotionen, dass die alle gut sind. Ne? Und nicht zu sagen, darfst du nicht so sein, ne? Musst du leiser, musst du weniger, musst du dies, musst du das, weil das ist nachher das, was wir als Erwachsene einfach nicht mehr nach draußen geben können. Und dann freuen wir uns plötzlich nur noch ganz verhalten innerlich, anstatt auch mal sagen, hey, geil, das war super und Spaß und nach draußen zu gehen. Ne? Genauso halt aber auch Wut eben rauszulassen und dass es in Ordnung ist, wütend zu sein oder traurig zu sein und zu weinen. Wenn man nach weinen ist, dann weine ich halt. Ne? Dass das alles dazugehört. Ne? Wir sind Menschen und das ist menschlich. Ne? Und deswegen. Ja, das war auch so ein schönes Beispiel, fand ich. Das war einfach, das hat man dann so richtig, konnte man, und das habe ich ja auch, früher hätte ich das vielleicht gar nicht so, also bei meinem Sohn habe ich das wahrscheinlich gar nicht so extrem so wahrgenommen. Ja. Aber das erlebt man jetzt bewusst, weil man einfach auch bewusst damit umgeht. Ne? Und da ist es ja wieder dann das Bewusstsein. Ja. Und das lässt man ja nicht einfach so geschehen. Das nimmt man ja auch ganz gut. Das musst du ja trainieren, ne? Dieses Bewusstsein. Ja. Das fällt dir auch nicht beim ersten Mal direkt auf, sondern vielleicht beim 10. Mal und dann aber immer wieder regelmäßiger. Wenn du in Situationen kommst, dann ist dir ganz klar, was habe ich denn da und wie gehe ich damit um? Wie geht es mir? Wie geht es dem Gegenüber? Ne? Und so ist es, ja. Deswegen ist Bewusstsein ein Riesenfeld. Absolut. Auf so vielen Ebenen. Ne? Aber tatsächlich finde ich auch so diesen Bereich, ne? Emotionen, Gefühle, finde ich super, weil die uns ganz stark steuern ja auch. Ne? Und wenn ich mir da ein bisschen klar bin, wie läuft denn diese Kette so, ne? Und was nehme ich denn da wahr, wie geht es mir, warum, dann bin ich nicht nur so, sage ich mal, so Scheuklappe und reagiere so blind, sondern habe Handlungsmöglichkeiten. Genau, und das ist halt einfach, das bestimmt unser Leben, das ist halt das. Das muss man sich einfach bewusst machen auch, ne? Dass das in unserem Alltag halt
immer wieder präsent ist, ne? In jeder Situation, wenn man mit jemandem spricht oder vielleicht irgendeine Äußerung macht, die beim anderen irgendwas antriggert oder so, ne? Das sind halt alles. Mittlerweile merke ich das ganz schnell, wenn dann so ein Wupp irgendwie diese Emotion irgendwas hochkommt, wo ich denke, ja, ich kann es manchmal, also nicht, dass ich jetzt immer total entspannt, relaxed bin, aber zumindest kann ich oder erkenne ich, warum das so ist. Ich kann es vielleicht nicht immer dann so richtig vielleicht optimal umsetzen oder rauslassen, ne? Das ist auch klar, aber ich weiß zumindest, was los ist mit mir und das ist ein Riesenunterschied auch bei mir zu früher, ne, wo ich mir gedacht habe, ja, was weiß ich, warum ich jetzt so bin, keine Ahnung, ne? Und ist halt so, ich bin halt so, zu einem gewissen Teil bin ich natürlich so, wie ich bin und fühle so, aber ich weiß jetzt anders, es abzuleiten und herzuleiten auch. Ne? Man geht halt bewusst damit um dann, ne? Das ist halt das, ja, was man vorher vielleicht dann genau nicht so hinterfragt hat und einfach geschehen lassen hat, ne? Aber es war halt so, ne? Da hast du dich entweder gut oder eben Mist gefühlt irgendwie, ne? Ja, und was weiß ich warum, ist mir doch egal, blöd. Aber deswegen ist Bewusstsein ein Riesenfeld. Ich glaube, da können wir bestimmt nochmal die eine oder andere Freitagsstunde dazu machen. Da werden wir auf jeden Fall nochmal einhaken. Genau, ne? Weil das ganz großartig ist. Und ja, ich und auch du nicht müde werden, das so nach außen zu bringen. Und das Bewusstsein zu schärfen einfach. Ne? Und, für jeden Bereich und ich denke, ja, das ist halt genau der Punkt, ne? Dass man für jeden Bereich irgendwo auch mit dem Bewusstsein herangehen muss, um was ändern zu können. Ne? Absolut. Was Veränderungen herbeizuführen. Das sind so diese drei Punkte, die ich auch da in dem Text geschrieben habe. Die Salutogenese ist so der Weg hin zur Gesundheit, jetzt auf Gesundheit bezogen. Ne, wenn ich verstehe überhaupt, warum es so und so ist bei mir, ich einen Sinn dann auch noch erkenne, ne, dass das bringt mir das oder es schützt mich vor jenem, dann habe ich einfach auch die Möglichkeit zu handeln. Und darum geht es, eigenverantwortlich seinen Weg zu finden. Absolut. Ja. So viel zu unserer Philosophierunde heute am Freitag. Ne? Ich denke, es war danke. Inspirierend, hat Spaß gemacht. Genau. Hast du noch ein Schlusswort oder eine Inspiration? Ja, ich glaube, wir haben alles gesagt. Ne? Bewusst durchs Leben gehen und an kleinen Schritten vielleicht ein paar Dinge im Bewusstsein, sich ins Bewusstsein rufen und sie dann versuchen zu ändern. Ich denke, das ist vielleicht kein schlechter Schritt. Kann ich auch nur sagen, macht es euch am Wochenende bewusst, ne? Vielleicht, wie gesagt, sogar in der Familie. Schaut mal, wie es euch geht und vielleicht ist das auch ein schöner Anlass für eine Gesprächsrunde oder einen Austausch einfach. Also, das stimmt. Ja, genau. In dem Sinne würde ich sagen, habt ein schönes Wochenende und bei Fragen weiter, kontaktiert uns gerne. Das ist sind wir da immer offen und freuen uns über Anregungen oder Fragen und dann sagen absolut, bis zu einem spannenden Thema in der nächsten Woche. Wir werden es bekannt geben rechtzeitig. Alles klar. Schönes Wochenende. Schönes Wochenende. Tschüss. Tschüss.